Eine unbemannte Brücke. Da fühlt man sich doch gleich wie auf der Titanic. Noch ein Lüftungsschacht, okay. Credits. 127. Kein Wunder, dass sie ihre Leute nicht bezahlen können, wenn die Credits hier in den Lüftungsschächten rumgammeln. Okay, die Tür ist blockiert. Können wir das schnell hacken? Können wir. Oh, das ist ein weiter, weiter Weg. Und schon erwischt, natürlich. Und das könnte wirklich knapp werden. Zugriff gewährt. 10 Sekunden. So. Was haben wir hier? Nicht verschlossen. Diese Mail hatten wir schon. Ich glaube, die hatten wir alle schon. Eine Kiste. Die übliche Zeitung. Huch. Aha. Tolle Technik. Noch ein Rechner. Ein Wetterbericht. Rifleman Bankstation, Peilung R337.5, relativ. Okay, das hatten wir, glaube ich, alles schon. Okay, dann schauen wir doch mal da hoch. Da liegt auch unser Ziel. Pritchard. Francis Pritchard wird so schnell nichts mehr von Ihnen hören, Bratan. Nicht solange wir in der Nähe der Basis und Ihres Störsenders sind. Wer zum Teufel sind Sie? Jemand, der viel riskiert hat, um Ihre Flucht wie einen Unfall aussehen zu lassen. Ich hatte gehofft, Sie würden auf dem Weg hierher für weniger Aufsehen sorgen, aber Klappern gehört bei Ihnen wohl zum Geschäft. Gehen Sie zum hinteren Frachtraum. Sie müssen in den Schleusenbereich. Dort stoßen Sie vermutlich auf stärkeren Widerstand. Aber je länger Sie unbemerkt bleiben, desto rosiger ist Ihre Zukunft. Okay, dann hören wir mal auf den mysteriösen Fremden. Oh, wir bekommen wohl Besuch. Da hinten, okay. Nervös wegen des Agenten, den sie geschnappt haben. Aber du hast recht. Gehen wir kein Risiko ein. Okay, unser Besuch hat sich damit erledigt. Credits, Splittergranate. Sehr schön. Okay, nachdem wir uns schnell um die gekümmert haben, können wir hier mal schauen. Aha, ein Login. So, so, da haben wir also einen mysteriösen Helfer, der uns bei der Flucht geholfen hat, und es ist nicht Pritchard. Was meint er eigentlich mit Klappern? Wir sind doch still und heimlich vorgegangen. Hust, hust. Aber er hat recht, wir sollten besser leise sein, denn je mehr Krawall wir schlagen, umso schwerer wird's uns gemacht. So, wir schalten mal die Kameras aus. Mehr können wir ja nicht. Und den Rechner können wir mal eben hacken, wenn wir es denn können. Ist zwar nur Stufe 1, aber direkt ein Dreierknoten. Den nuken wir mal. So. Und ihr seht, schon erwischt. Ja, das wird knapp. 10 Sekunden. Zugriff gewährt. Ah, der Spielraum wird immer weniger. Okay, blinder Passagier. Schiffslogbuch. Ich fürchte. Okay, ich glaube, die haben wir auch so ziemlich gehabt. Gut, schnappen wir uns das Ding noch. So.
Und natürlich sofort erwischt. Wie könnte es anders sein? Zugriff gewählt. Inaktiv. Gut. Dann haben wir ein gutes Stückchen bewältigt. Und wie es ausschaut, ist jetzt auch diese Tür für uns offen. Das heißt, ich mache hier mal kurz eine Pause. Das nächste Mal stiefeln wir dann weiter. Ja, diese Bandansagen nerven mit der Zeit. Okay, also vielleicht geht's auch gleich schon weiter. Wir werden sehen. Bis denn. Ciao, ciao. So, da geht's auch schon weiter. Ein kurzes Päuschen musste mal sein. Ein kurzes, langes Päuschen. Dann schauen wir doch mal. Die Computerstimme quatscht mir schon wieder rein. Oh, da liegen Credits. Her damit. So. Wir wollten uns hier umsehen, glaube ich. Oder nein, die Rechner hatten wir, soweit ich weiß. Wir wollten weitergehen. Genau, das war's. Die Waffen können wir nicht mehr. Nein. Vielleicht schnappen wir uns noch kurz die Jungs hier und ziehen die in den Lüftungsschacht rein. So. Natürlich sollten wir sie nicht wieder rauszerren. So, schön bleiben. Und für dich ist da doch sicher auch noch Platz. Ihr müsst halt ein bisschen rücken, dann passt das schon. So. Und ich mache euch sogar zu. Dann seid ihr ungestört. Okay. Nochmal einen kurzen Blick, ob wir auch alles haben. Den haben wir gehackt. Die Schränke haben wir geplündert. Ja, okay. Dann gehen wir doch mal. Natürlich schleichend. Können wir da... Nein. Und hier... Aha, eine Luke. Da ist ein Gitter. Naja. Dann nehmen wir eben mal die Treppe, wenn wir die Treppe nehmen sollen. Aha. Okay, interessant. Dann wären wir scheinbar mit der Leiter an dem Bereich direkt vorbeigekommen. Vielleicht hätten wir die doch besser genommen. Und da sehe ich schon zwei. Okay, Moment. Kurz speichern. Und nachschauen. Aha. Was meint ihr, ob wir die kriegen? Schauen wir mal kurz. Okay. Naja, das war kurz und schmerzlos, würde ich sagen. Ziehen wir die mal hier weg, weil da steht noch einer, wie ihr seht. 34 Credits, 47 Credits und ein PDA, okay. Langsam scheint ihr wieder mehr zu verdienen. So, Waffe. Hier hat jemand die Ladung nicht richtig gesichert. Schämt euch. Aha, der läuft los. Der läuft los. Gut. Sehr schön. Du kannst auch mal direkt mitkommen. Aha, da ist was abgeschlossen. Haben wir dafür zufällig den Code? Haben wir.
Weißt du was? Dann kannst du doch direkt da rein. Auch wenn du vermutlich dann in der Tür klemmst. Aha, und du willst gar nicht. Können wir dich irgendwie werfen? Na, zuerst plündern. Na. Schwerer Brocken. Naja, lassen wir es mal so gut sein. Da sehe ich doch was. Ach, eine Schrotflinte. Ein Munitionskoffer. Minenmatrix, Gasgranate. Die Schockgranate lasse ich mal. Naja, das hat sich jetzt aber nicht wirklich gelohnt, ne? Oh, Kollege, zappel doch nicht so rum, das ist ja furchtbar. So, geht die Tür zu? Ja. Schön. Dann nochmal kurz speichern. Und wo sind wir hier? Aha, da drüben macht scheinbar jemand Inventur in dem Container. Das Schmerzmittel und das E-Book schauen wir uns kurz an. Und die Spinde will ich natürlich auch plündern. Ein Stoppwurm, immerhin. Aha, da ist noch jemand, den schalten wir aber erst schnell aus. Bevor wir hier... Ach so, das ist dieser Gang. Okay, okay. Vielleicht hacken wir kurz die Alarmtafel. Vielleicht ist die ja auch wieder so kinderleicht. Nicht wirklich. Aber es könnte... Natürlich nicht. Das wird, glaube ich, knapp, oder? Naja, gut. Es reicht. Zugriff gewährt. Sehr schön. Okay, hier machen wir zu. So, da haben wir also einen Rechner und das Sicherheitshub. Aber zuerst möchte ich dieses graue Pfeilchen ausschalten, das da irgendwo ist. Und zwar dort. Sehr schön. Da da noch einer ist, ziehen wir dich mal kurz hier weg. So, komm mal her. 10 mm Muni. Da wären mir aber Elektroschockpfeile lieber. Aha. Da ist scheinbar die Laserschranke kaputt. Da könnten wir im richtigen Moment durch. Denn einen Code haben wir, glaube ich, nicht. Nein. Na, das behalten wir mal im Hinterkopf. Das sind wieder zwei. Okay. Aha, da chillt einer. Und wo ist dein Kollege? Der steht scheinbar hinter den Kisten. Mir soll's recht sein. Volle Kraft zurück. Sehr schön. Komm mal her. Aha. Was hast du denn da stehen? Codes für Kontrollterminals. Okay. Die nehmen wir doch gerne. Ach, das auf der Minimap dürfte wahrscheinlich der Kerl sein, der in dem Container rumstand. Oder? Moment. Schnappen wir uns mal kurz die schwere, schwere Kiste. Oh nein, nein, nein. Ja gut, die schwere, schwere Kiste liegt jetzt falsch. Naja, es reicht. Können wir hier
Nicht wirklich, ne? Hier gibt's aber auch scheinbar nichts. Oder sollten wir uns hier noch eine andere Kiste rein... Türen sicher. Alle Mann bereit. ...hiefen. Aber ich sehe... nicht wirklich eine. Hier sehe ich dafür schon wieder Kameras, aber die müssen auf einem anderen Deck sein. Da sind Kisten, okay. Und da fehlt die Leiter. Okay. Gleich, gleich. Zunächst, na komm her. Was mache ich hier eigentlich? Wir haben das Sicherheitshub noch gar nicht gehackt. Das wäre das Allerwichtigste. Nicht, dass uns noch eine Kamera sieht bei unserem Tun. Oh, das war natürlich super schlau. Okay, ich glaube irgendwie, das wird nicht so ganz was. Na, hallo, duckst du dich mal? So. Rein da und die Kiste rein, bitte. Vermutlich bringt es absolut nichts. Hallo. Hoch, so. Und da hoch. Da können wir nicht hoch, weil nicht genug Platz ist. Okay, dann hat sich das also erledigt. Dann möchte ich jetzt kurz zurück zum Sicherheitshub und das irgendwie hacken. Oder vielleicht haben wir den Code. Mal schauen. Das war... das müsste hier um die Ecke sein, genau da hinten. Okay. Ist der noch beschäftigt? Ja. Na, komm her. So. Kein Code. Wir können es hacken, aber ich glaube, das wird schwer. Oh, es sind zwei Dinger zu übernehmen. Ja, ich verlasse mal kurz und schau mal, ob wir irgendwas bei unserem Hacken verbessern können. Haben wir einen Punkt? Wir haben einen Punkt. Übernehmen oder verstärken? Ja, übernehmen bringt uns gerade nichts. Wir könnten verstärken. Die Hacktarnung haben wir noch gar nicht. Senkt die Gefahr der Entdeckung. Ob es uns was bringt, ist die Frage. Vielleicht nehme ich lieber das Verstärken, damit das Sicherheitssystem unsere Knoten nicht so schnell überwindet. Tja, was tun, was tun? Tarnen ist immer so eine Sache, ein Glücksspiel, ob man erwischt wird oder nicht. Ich nehme mal das Verstärken. Was soll's, komm. Punkt rausgehauen, Punkt verschwendet wahrscheinlich. Okay, versuchen wir es. Wir haben ja noch einiges an Würmern und sowas. Zuerst schnappe ich mir den da und den da und den schütze ich. Und wie erwartet, geht's gleich los. Verdammt, jetzt habe ich schon einen Stoppwurm genommen, das wollte ich doch gar nicht. Na komm, oh Gott, ein Viererknoten, den übernehme ich so. Und 17 Sekunden, das dürften wir schaffen. Na, ja. Zugriff gewährt. Sehr schön. Oh, drei Kameras. Das ist gut, dass wir das gehackt haben. Das ist sehr gut. Das war, glaube ich, jeden Stoppwurm wert. Jetzt sag nicht, dort im Mülleimer liegt das PDA mit dem Passwort. Nein, gut. Der ist offen. Jetzt sag nicht, da steht der Passcode drin. Heißen zu Lagebericht. Das hatten wir alles schon, oder? Oh, hat er uns gesehen?
Nein, oder? Nee. Also nochmal. Backboard, Rückendeck. Okay, da hat jemand geangelt. Gut.